mal bei denen, die ich gemacht habe. Ich hab da einfach nur so reingeschnitten. Das fertig. Also wir haben in der Woche eine Wohnstadt gemacht mit Ablaufbecken, wenn Hochwasser ist, mit Flüssen, mit guter Energieversorgung fürs Klima auch. Wir haben einen Solarpark, wir haben Windwerk, sage ich mal. Und dann haben wir noch so ein Wasserkraftwerk entwickelt. Ja. Das ist eine grüne Straße, die hat sehr viele Zwecke, zum Beispiel, die hält das Klima ein bisschen kühler, sie hat Fressen für Tiere und die Tiere, die fressen das und das sind dann automatisch Rasenmäher. Also das sind Autos, die saugen beim Fahren Plastik ein. Das Plastik wird dann von Bakterien zerfressen und dadurch kriegt es Energie und fährt los. Also es sind öffentliche Autos, die kann also jeder benutzen, der sie gerade braucht und sind auch kostenlos und auch klimaneutral. Dass wir die Dächer ganz grün gemacht haben und ein Haus ist auch an der Wand grün gemacht worden und jeder hier hat ein Dach, also nicht jeder, was grün ist, das Rathaus und so alle Häuser. Wenn Hochwasser ist, kann das Wasser sich ausdehnen, damit es keine so großen Überschwemmungen in der Stadt gibt, wo die Menschen sind. Also keine so große Lebensgefahr für die Menschen. Ich habe ein Haus gebaut, was zwischen dem See klemmt. Und wenn dann Hochwasser kommt, dass es dann anfängt zu fahren. Die Strömung treibt das Rad an. Und im Generator, da wird dann aus der Bewegung der Strom hergestellt und der wird dann in den Stromleiter, der fließt dann in den Stromleiter, der dann die Stadt mit Strom versorgt. Das ist ein Hotel, da kann man kostenlos übernachten, auch für Leute, die jetzt keinen festen Wohnsitz haben. Also das ist eine Galerie mit Bildern, die auf dem Wasser ist, wo man sich halt auch kostenlos Bilder angucken kann. Das ist ein Friseurladen, wo man sich halt auch kostenlos die Haare schneiden lassen kann. Das Kino mit dem bunten Kinoschild, da kann man sich kostenlos Filme angucken. Das ist ein Rathaus mit zwei Säulen und Löwen und einer Uhr. Diese Pizzeria, die macht Pizza, die sehr billig ist. Da kann man sich Pizza für 1 Euro kaufen. Das ist halt ein Klamottenladen, wo man sich Klamotten kaufen kann. Das ist halt ein Restaurant, wo man halt essen gehen kann. Man kann drin oder draußen sitzen. Da ist ein Gemüsestand, ein Zeitungskiosk und ein Eisstand, wo man sich Eis kaufen kann. Und der Brunnen, der ist halt noch ein bisschen besonders, denn das ist halt ein Schokoladenbrunnen. Hier, nehmt ihr ein. Nehmt! Ihr könnt euch ruhig einen aussuchen. Nimm einen grünen. Einen grünen-roten. Bis nächstes Jahr. Ja.